Heute mal am Dongsuang Center. Wir kommen jetzt hier zu der Einleitung. Ich würde sagen, wir gehen vorher nochmal vielleicht ein bisschen was essen. Wer weiß. Und ja, heute gibt es einen Haarschnitt. Ich führe euch so ein bisschen rum. Zeige euch so, was hier so ein bisschen abgeht. Auch gehört, dass es hier viele, viele illegale Sachen gibt, die man sich kaufen kann. Ob wir das heute in diesem Video schaffen, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht versprechen. Aber ich kann euch sagen, dass wir auf jeden Fall zum besten Friseur hier in dieser Umgebung gehen, ja. Heute mal im Dongsuang Center. Ja, moin, Freunde. Naja, ich dachte mir, ich zeige euch so ein bisschen die Underground-Gegend. Zwar nicht erwünscht, hier ständig zu filmen, aber ich mache das natürlich für euch, um euch vielleicht ein paar Sachen hier zu zeigen. Es ist jetzt inzwischen wirklich jeden Tag hier sehr voll und ja, ob ihr euch eine Fake Rolex kaufen wollt oder aber auch einen Haarschnitt wollt für 10 Euro, alles ist hier möglich, ja, für etwas weniger Geld, ja. In der Zeit, wo ich hier quatsche und hier mich vielleicht ein bisschen herumtreibe, hier für euch extra, um euch zu zeigen, was für schöne Gürtel man hier kaufen kann, zum Beispiel, in der Zeit könnt ihr euch mal auch ein paar Drohnenschatz angucken, ein paar Drohnenaufnahmen, wie das Ganze hier von oben aussieht. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Ja, da könnt ihr mal reinschauen. Und ja, heute habe ich tatsächlich einen Friseurtermin hier bei einem sehr netten Kollegen, bei dem lieben Long. Und ich würde sagen, ja, er heißt Long. Ja. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Der schneidet mir jetzt immer die Haare hier. Ich bin jetzt schon mindestens zum vierten Mal hier. Und ja, die sind wirklich sehr, sehr gut. Er macht hier einen perfekten Haarschnitt für 10 Euro. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also schneiden, Haare schneiden können die hier wirklich sehr, sehr gut. Die sind sogar meiner Meinung nach verdächtig gut. Besser als die Leute in der Sonderle irgendwo. Ohne Witz. Der schneidet, ihr seht ja immer meine Frisuren, als ich auch in Ägypten war. Und jetzt auch noch. Hält das hier nach zweieinhalb Wochen, immer noch sehr gut. Schaut mal, er schneidet wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr sauber. Ja, ein bisschen was in der Umgebung zeigen wollte ich euch und dann nochmal zu Long, zum Friseur. Und dann würde ich sagen, ja, Dongsuang Center. Wie gesagt, man bekommt hier einiges. Ich werde hier das Ganze nochmal mehr auseinandernehmen. Wir werden es auf jeden Fall nochmal auf die Suche Richtung Rolex machen, ob man sowas hier bekommt oder ein paar andere Dinge, die vielleicht verboten sind. Ja, ich habe gehört, dass man hier einiges kriegt. Wir quatschen nicht so lange drumherum. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Das war die Einleitung. Six all in the mix. Und ich würde sagen, das war's. Ja? Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video. So, wir sitzen jetzt hier auch drin in dem Laden. Und ja, was soll ich sagen? Da ist der Meister Long. Ja? Und ich sag hier mal kurz Hallo bei euch im Video. Meister Long, wie geht's? Alles gut? Heute bist du mit am Start. Einer der besten Friseure hier im Dongsuang Center. So, wir warten jetzt, bis wir dran sind. Und Mr. Long, wortwörtlich, er ist wirklich Long. ja. Wird uns natürlich eine neue Frisur zaubern. Ganz klar, ganz klassisch, Seiten auf Null. Und ja, ich würde sagen, bis gleich, wenn wir dran sind. Der Urlaub war sehr gut. Sehr gut, ne? Ja, 40 Grad. 36 Grad. So, mein Lieber. Wie immer, würde ich sagen, wa? Ja. Meinst du, du kriegst das hin, dass du oben die längeren Haare, die schief sind, gerade machst? Oder ist das zu viel verlangt für heute? Du komm, ach, mal einfach die Seite, ist egal. Ja, ja, ist egal. Mal erstmal die Seite, ist kein Problem. Wie läuft das Leben, Long? Schön Urlaub, ne? Ja, war gut. Wie, 2 Wochen oder? 8 Tage rum. 8 Tage. Ja, musst du sein, weil sonst... Der Sponsor. Long ist mein Sponsor. Long, du bist mein Sponsor, weißt du das? Ja, ja. Ja. Wie lange schneidest du Haare nochmal? Bei mir? Ja, lang. Irgendwas hast du mit 10 Jahren gesagt, oder? 10, 15? Mehr. Länger sogar, ja? Mehr. Aber 15 Jahre ungefähr. Ja. 15, krass, er schneidet 15 Jahre deine Haare schon vorne. Nee, du hast auf jeden Fall Power, mein Lieber. Ich finde, du bist immer sehr, sehr schnell, aber krass, gründlich. Heftig. Also machst das sehr gut. Danke. Würdest du sagen, du bist besser als deine Kollegen hier? Ja? Alles gut. Erst alles gut.
Also heißt du wirklich so oder ist Nickname? Dein Name ist Long? Name. Oder Nickname? Name. Also echter, ja? Ah, okay, okay. Der liebe Long kommt aus Vietnam. Komm aus Vietnam. Ja? Woher? Vietnam. Welche City? Hanoi City. Hanoi? Ja. Ah, okay, er kommt aus Hanoi, Freunde. Geil, Mann. Schöne Stadt. Sehr, sehr schön, da muss ich auch noch hin. Ja. Future. Fertig. Ja. Schaut mal, wie schnell das ging. Alles ganz schön aus der Hand. Zack, zack, zack. Heftig. Über 15 Jahre Friseur. Hast du in Vietnam, hast du in Vietnam auch geschnitten? Ja, das ist. Ah, okay. Schon drei Jahre ja. Arbeiten. Ja. Schaut euch das an, Freunde. Präzise Arbeit. Long, hast du eine Freundin? Ja. Nicht, noch nicht? Ja. Bist du solo? Ja. Sehr, sehr gut. Also bist du alleine? Ja. Suchst du neue Freundin? Ja. Ja. Freunde, ihr wisst Bescheid. Er ist solo. Ladies, ja. Ladies, let's go. Let's go, ladies. Magst du Ladies oder auch Männer? Du, einmal bei mir Frau da. Frau, ja? Einmal bei mir. Okay. Der Deutsch lacht. Aber nur Frau oder Mann auch? Okay, okay. Freunde, er steht auf Frauen. Okay. Oder zusammen. Oder zusammen, ja, das ist der Ganze. Und du? Nur Frau. Ja, ja. Wie viele Leute schaffst du so am Tag? So viel. Echt, ja? Nicht so viel, aber keine Ahnung. 20? Ja. Mehr, ja? Wow. Respekt. Long ist auf jeden Fall ein Meister seines Fachs. Long, vor der Krise war 7 Euro, wa? Ja. Oh, krass. 3 Euro mehr jetzt, Freunde. Aber immer noch besser. Aber als, geht, aber ja, ist woanders 10, ist immer noch sehr teuer. 10 Euro. Ja, ist okay, trotzdem. Ja. Die ganzen anderen Friseure sind voll teuer. 20, 25, 30. Ja. Zu viel, ne? Ja. Teuer. Und die sind nicht besser als du. Du bist ja, besser. Aber nicht voll. Ja. Die Jungs hier geben sich voll krass Mühe. Also die haben es echt drauf. Wirklich. Sehr, sehr gut. Ja. Der Manager kommt immer, oder? Ja. Ja. Jede eine Woche. Ja. Oder zwei Wochen. Verstehe. Baby, dann Robert, aber ein Robert zweimal Tageszeit. Ich komme auf jeden Fall nochmal, bevor ich in die USA fliege. Ja? Ja. Wow, schaut euch das an, Freunde. This man is not playing. Ja. Long arbeitet 10 Stunden jeden Tag, 6 Tage die Woche, ein Tag Pause. Welcher Tag ist? Dienstag ist Pause, wa? Ja, aber Dienstag ist zu hier. Heftig, der zieht 10 Stunden durch. Du bist stark. Ja, heftig. Viel gesehen, ne? Ja. Long ist ein sehr, sehr tüchtiger Mensch. Möchtest du was haben aus Los Angeles? Hast du einen Wunsch? Ja. Möchtest du was haben? Was da? Aus der USA? You wanna have something? Keine Ahnung, was. Souvenir? Souvenir? Willst du? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ich bring dir was. Ja. Der macht eine neue Klinge, wie sich das gehört. Und ja. Das ist Long. Den gibt es hier nur einmal in Long Swan Center. Weißt du, was wir machen? Wir gehen zusammen nach Vietnam. Du, ich und Robert. Ja. Was denkst du? Muss, ist gut? Ja. Ja. Machen wir mal zusammen. Schön, schönes Tag, weißt du? Mhm. Ja. Komm einmal. Hanoi, ja? Ja, Hanoi und dann schönes Tag, aber schön. Nice. Ja. Ha Long Bay, in Saigon.
Aber in Vietnam ist es immer warm, oder? Ja, immer warm, aber nicht so, nicht so viel. 40 Grad und das war. Oh, wow. 40 Grad. Okay. Föhr, ja? Aber Föhr und yeah. So 40 Grad. Aber nicht teuer, weißt du? Weniger. Frag mal Robert, weil Robert mag sowas. Genau, ja. Ich hab da, ja, okay, dann müssen zwei zusammen, ja. Zwei zusammen. Robert ist Sponsor. Ja, hast du viel Urlaub, ne? Ja. Yeah. Eine Woche, viermal Urlaub. Ja. Yeah. Immer eher sage Urlaub. Ja. Yeah. Der ist alle zwei Monate weg. Mhm. Für YouTube. Amerika. Ja. Und dann, wie lang? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja, schön, sehr schön. Arbeit. Mit dem Essen ist kein Problem, so überall eigentlich. Das ist kein Problem. Überall, ja. Aber so Unterkunft ist teuer. Schlafen, fahren. Und Amerika ist echt eklig. Und sehr teuer. Aber Hotel sieht scheiße aus. Keine Ahnung, bei mir hat. Ja. Aber ist trotzdem teuer. Uber, ne? Uber, Hotel und Sehenswürdigkeiten. Ist alles teuer. Yes, Freunde, wir sind fertig. Schau dich das an. Okay. 10 Uhr bis 20 Uhr. Ach, von 10 bis 20 Uhr, okay. Ja, Freunde, der Meister hat uns jetzt ein bisschen was gezaubert. Ja, sehr gut. Schau dich das an. Ich würde sagen, wir sehen uns nochmal gleich zum Schluss, zum Endfazit. Meister Long, ich danke dir. Ja. Du bist der geilste Typ auf Erden. Ja. Long Swan Center, Long. Check him mal ab, wenn ihr Zeit habt. Wir sollen dich nerven ein bisschen. Ja, wir sind auch zu dir kommen. Ja? Mach's gut, danke schön. Der Manager hat gezeigt. Ja. Der hat schon gegeben, ne? Okay, perfekt. Alles klar. Mach's gut, Long, ja? Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. So, Freunde, ein Haarschnitt später, wie ihr gerade sehen könnt. Ja, ja, würde ich sagen, hat es sich auf jeden Fall hier gelohnt mit dem Kollegen hier, bei dem vietnamesischen Kollegen Long. Und ja, feier ich. Der Typ hat's drauf. Ansonsten super geiler Laden, super geile Gegend. Gefällt mir alles. Ist ein echt cooler Laden so an sich. Wir waren jetzt im Dong Swang Center Halle 8 waren wir jetzt. Hier gehe ich jetzt immer Haare schneiden. Ich gehe nicht mehr nach Neukölln, ich gehe nicht mehr nach Kreuzberg. Ich komme immer nur jetzt hier nur noch zu ihm, zu den Vietnamesen. Und der schneidet wirklich sehr, sehr gut. Schaut euch an, wie das aussieht. Heftig. Besser als die Leute in der Sonderlinie, meiner Meinung nach. Für 20 Euro oder 15 Euro. Und zum Beispiel abgesehen von Zehlendorf oder irgendwo in Charlottenburg, wollen die mal so 30, 35 Euro. Das ist schon zu viel. 40 Euro für einen Haarschnitt. Hier 10 Euro noch. Schaut an, wie ich aussehe. Alles mit dem Bart, mit allem drum und dran, nur für 10 Euro. Mein Fazit, Haarschnitt, Preis-Leistung, eine 10 von 10. Preis-Leistung, eine 10 von 10. Haarschnitt ist eine 10 und das Ambiente ist natürlich hier so ein bisschen undercover, underground. Wie ihr auch hinter mir seht, kann man hier essen. Und eigentlich gibt es hier auch Essen von verschiedensten Nationalitäten im Hintergrund. Im Sommer geht hier auf jeden Fall was ab, aber hauptsächlich auch asiatisch. Hier auf dem Parkplatz gerade hier werden auch einige Deals durchgezogen. Das Ganze ist hier eigentlich auch nicht so ungefährlich zu filmen. Und ja, hier gibt es auch Gangs, ja. Ja, Asiaten, die hier Unwesen treiben. Dann noch aber auch andere Balkan. Was gibt es hier noch? Ja, also so alles in die Richtung. Ja, und daher, dass ich hier meine Drohne steigen lasse, ist das natürlich crazy. Ja, weil das ist ein Undercover-Ort eigentlich. Ein abgeschiedener Ort irgendwo im Osten, Lichtenberg. Und ja, Dong Swang Center. Damals war das, wie gesagt, nur ein Center. Eine Halle, die so durchgehend ist. Heute sind es 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 Hallen, Alter. Ja, es war halt damals alles kleiner. Das Ganze hat hier klein begonnen und wurde immer mächtiger. Ihr seht im Hintergrund das Ganze. Und wie gesagt, der Haarschnitt kann sich sehen lassen. Nochmal 360 Grad. Zack. Zack.
Ja, also, ja, die schneiden wirklich sehr, sehr gut. Ja, die Asiaten hier vor allem, die Vietnamesen schneiden richtig krass hier. Ja, ich würde sagen, ihr habt das Ganze jetzt nochmal gesehen, was hier so läuft. Und wie gesagt, ich kann mir das nicht, ich kann euch das nicht versprechen, aber weil es auch wirklich sehr gefährlich ist, ich werde versuchen, das nächste Mal hier so einen Deal durchzuziehen. Vielleicht eine Uhr, eine Rolex, eine Fake Rolex zu bekommen. Kann ich euch, wie gesagt, nicht versprechen. Das ist hier wirklich nicht einfach, erstens. Und zweitens, sehr gefährlich. Ja, also, na, kenne ich ja nicht anders. Alles nur so ein bisschen Görlitzer Park-Vibes hier. Bloß das, wo man sagt, die Leute kennen das hier, weißt du? Das ist so Standard. Jetzt zeige ich euch mal nochmal hier kurz die Lagerhalle, die in der Nähe steht. Und ja, das leere Gebäude hier. Ja, vielleicht nochmal schön aus der Luft. Und ich weiß halt nicht, wofür das hier alles dient oder was es früher mal war. Darüber habe ich keine Informationen. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das schon mit dem Video, Freunde. Ja, Däumchen nach oben. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, die Reise hat euch gefallen durch den Dong Xuang Center. Oder durch das Dong Xuang Center. Mein Name ist J6. Six All in the Mix. Abonniert diesen Kanal. Abonnieren, aktivieren. Kommentieren. Ja, und ja, denkt immer daran. Viele Hater auch unter euch. Gibt es ja Leute, die mal ab und zu einschalten, aber auch Hater, die alle drei Wochen einmal so auf den Kanal kommen und sagen, ja, aber du hast das nicht gemacht, das nicht gemacht. Aber eine Sache ist dir nicht bewusst. Und viele Hater sagen dann, aber was meinst du denn? Kann ich dir sagen? Eine Sache ist dir auch nie bewusst gewesen. Ja, so, was ist es nun? Kann ich euch sagen? Ja, mein Name ist J6. Und du schaust YouTube. Du schaust mich. Ja, du musst auch immer bedenken, wie schwer das alles für mich ist. Ja, du bist aufs Fertige da. Du guckst dir das Video an, das war's. Haust wieder ab, lässt vielleicht noch einen Kommentar ab. Was ich aber auch verkraften kann, ob positiv oder negativ, ich kann das alles verkraften. Ja, aber was du nicht bedenkst, ist, wie viel Arbeit das wirklich ist, wie viel Arbeit ich dahinter stecke. Ja, und einen Spruch kann ich dir zum Schluss nochmal reinwirken. Und das wird nochmal so ein Schlusswort sein für mich. Jetzt immer auf YouTube. Ja, den hatte ich schon mal gehabt, den habe ich aber abgesetzt. Jetzt setze ich ihn, jetzt führe ich den Spruch wieder ein. Ja, du darfst halt nicht vergessen, du guckst YouTube und du hast wahrscheinlich auch große Lieblings-YouTuber, die wirklich große YouTuber sind. Aber eine Sache darfst du nicht vergessen. Jetzt kommt's. Ich bin der Lieblings-YouTuber von deinem Lieblings-YouTuber. Glaub mir das. Deine Lieblings-YouTuber, die ganz groß sind, gucken mich, weil ich deren Lieblings-YouTuber bin. Weil ich nichts stelle. Bei mir ist alles so 100% authentisch. Ja, wie gesagt. Ich bin der Lieblings-YouTuber von deinem Lieblings-YouTuber. Lass dir das für alle mal gesagt sein. Ja, ja. Das war's mit dem Video. Daumen nach oben. Peace out. Six. Dong Xuang Center. Grüße ihn raus aus Lichtenberg. Naja, so sehen die Lagerhallen hier aus. Ich meine, ich möchte euch sowieso nicht zeigen. Ich werde auf jeden Fall nochmal eins nochmal herkommen und das Ganze mal machen, ja. Wie gesagt, Schuhe, alles drum und dran. Ist halt ein Undercover Place. Hier kriegt ihr wirklich alles. Von Schuhe bis Essen, bis Haarschnitt, Frisur und, ja. Nagelstudios, überall, an jeder Ecke.